Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Darmstadt 98 gegen den FC Bayern entstand, ist bekannt, 0:1. Ich darf meinen Seiten die beiden Trainer begrüßen, Carlo Ancelotti und Ramon Berndroth. Ja, Ancelotti, wie haben Sie das Spiel Ihrer Mannschaft gesehen? Ihr Statement bitte zum Spiel. The game was difficult and more difficult also because I think Darmstadt defended really well organized and we had difficulties to find space of all the first half. Where we played not so quick. At the end, Douglas Costa find a solution, and we are happy for this. Our three important points against a team that played well. Gut, es war natürlich das schwere Spiel, was wir hier gespielt haben. Darmstadt stand defensiv sehr gut, muss man sagen. Wir hatten wenig Freiräume, die wir nutzen konnten. Wir haben auch nicht so schnell gespielt, muss man sagen. Aber am Ende hat dann Costa eine schöne Lösung für uns gefunden und damit drei wichtigen Punkte für uns eingefahren. Und ja, wir haben die drei wichtigen Punkte gegen einen Gegner gewonnen, der sich doch sehr gut geschlagen hat hier heute. Vielen Dank dazu. Ramon, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ähnlich. Da kann ich gerade anknüpfen. Ich denke, wir haben es teuer verkauft, haben alles rausgehauen. Wir wollten, das war mein persönliches Ziel, egal wie das, unabhängig vom Ergebnis, wollten wir so spielen, dass hinterher die Fans stolz auf uns sein können. Und das ist uns auf jeden Fall gelungen. Als Vollbluttrainer und als Profi ist man natürlich immer auch an Ergebnissen interessiert. Da muss ich natürlich sagen, in der Kürze der Zeit haben wir einiges bewirkt. Das Abwehrverhalten, das ist immer für einen Trainer immer einfacher, relativ streng zu koordinieren, das Abwehrverhalten. Das kriegt man schneller rein in der Truppe. Dass da die Disziplin wieder kommt, das kann man mit einfachen Übungen, kann man das wieder aktivieren. Das war ja schon mal da alles. Die Offensive aber, die haben wir auch angesprochen, die haben wir auch trainiert, aber das braucht länger. Das braucht länger und man sieht, wir hatten zwar unser eigenes Spiel, also immer wenn wir im Ballbesitz waren, hatten wir auch einen Plan, sowohl in Freiburg als auch jetzt. Uns ist es auch gelungen, Torchancen rauszuspielen in beiden Spielen, aber wie man gesehen hat, in beiden Spielen waren wir in den Torchancen nicht erfolgreich. Sprich, das Tor fehlt halt. Und in der Bundesliga, also denke ich mal, es ist so dicht, alles so eng. Wenn der eigene Torerfolg nicht gelingt, wird es schon schwer, irgendwo einen Punkt mitzunehmen. So ein 0-0 gelingt ganz selten, erst recht bei der Qualität des Gegners. Ja, das ist so in der Kürze mal mein Statement. Danke, Ramon. Ihre Fragen bitte. Kurzes Handzeichen bitte, dann kommt das mobile Mikro. Hier vorne. Herr Ancelotti, Joshua Kimmich saß zum dritten Mal auf der Bank heute. Hat das einen bestimmten Grund gehabt? No, only technical reason. Nein, kein besonderer Grund, nur aus technischen Gründen. In der vierten Reihe. Herr Ancelotti, die ganze Bundesliga blickt jetzt am Mittwoch auf das Spiel FC Bayern gegen Red Bull Leipzig. Beide Mannschaften punktgleich. Ich glaube, es ist klar, es wird ein anderes Spiel. Was muss aus Ihrer Sicht besser werden bei Ihnen und was stimmt Sie zuversichtlich, dass es am Mittwoch auch besser wird? No, will be a different game, but as I said, I think that we have to play more quick when we have the ball, try to do more movement without the ball. But so the game was complicated because I think that in their half, Darmstadt defended really well organized. We didn't find space also because we didn't play so well. But I think that most of the merit was from Darmstadt. Gut, also es wird am Mittwoch auf jeden Fall ein anderes Spiel werden. Wie gesagt, wir müssen schneller spielen, wir müssen uns schneller bewegen, mit und ohne den Ball. Komplikationen heute haben wir erfahren, einfach durch den gut verteidigenden Gegner Darmstadt. Sie haben uns wenig Freiräume gelassen, haben selbst auch nicht ganz so gut gespielt, aber das Ergebnis, das knappe Ergebnis heute geht ganz klar auf die starke Abwehrleistung von Darmstadt zurück.
und hat man jetzt in der zweiten Reihe. Oder hier, machen wir jetzt mal hier. Herr Ancelotti, Arjen Robben hat ja sichtlich auf der rechten Seite gefehlt. Ist er wirklich nur geschont worden heute oder droht er auch auszufallen für das Leipzig-Spiel? No, he had a little problem yesterday. I think that he can train tomorrow and we will be ready for Wednesday. Gut, dass er kleine Probleme gehabt hat, aber der wird für morgen wieder am Training teilnehmen können und am Mittwoch dann auch am Spiel teilnehmen können. Jetzt hier vorne. Kurze Warten. Genau. Frage an Ramon Berndroth. Was nimmt man also mit nach Berlin nach so einer Leistung? Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen uns in beiden Aufgabenstellungen, Abwehrverhalten war okay und trotzdem kann man es immer noch einen Tick besser machen. Und unser Angriffsverhalten müssen wir verbessern. Die Kürze der Zeit mit Übung können wir da nicht mehr viel bewirken. Aber wir versuchen es. Wir nehmen beides mit. Also wir haben eine gute Entwicklung in Offensive und Defensive. Also ich bin insofern bin ich zufrieden, dass wir uns in beiden Spielen nicht nur eingeigelt haben, sondern auch immer wieder den Weg nach vorne gesucht und gefunden haben. Wobei so ein bisschen beißt sich manchmal die Angriffe. Also ich habe nicht immer das Gefühl gehabt, dass wir dann auch, ja, der Zufall hilft nur dann, wenn du auch, ja, das besser koordinierst. Es war nicht so abgestimmt, habe ich das Gefühl. Oder nicht zwingend, sagt man. Unsere Torchancen, die waren zwar da, aber... Mister, die Kollegen der Bild am Sonntag haben heute berichtet, dass Süle und Rudi von Hoffenheim in Kürze Verträge bei den Bayern unterzeichnen. Karl-Heinz Rummenigge steht heute nicht zur Verfügung. Was sagen Sie dazu? Was wissen Sie darüber? I'm not used to speak about players of the opponent team. Ich wollte fragen, hinten rechts nochmal. Ja, Herr Berndroth, Sie haben auch die leidenschaftliche Leistung des Teams angesprochen und da mitführend fand ich, war auch Peter Niemeyer, wie man ihn so kennt. Aber er war angeschlagen, konnte dann weitermachen nach Behandlung. Können Sie schon sagen, wie es für ihn aussieht vielleicht für Mittwoch und was genau verletzt ist bei ihm? Ja, tut mir leid. Also ich habe auf dem Platz nochmal kurz gefragt, ob es jetzt Pferdekuss war oder ob es die Physios haben gesagt, der macht komplett zu, was immer das auch heißt. Also es ist eine muskuläre Geschichte. Wir haben dann halt gesagt, komm, wir schonen ihn, ne? und bauen da ein bisschen um. Ich hoffe, dass er gerade bei seinem Ex-Club, dass er wieder einsatzfähig ist auf jeden Fall. Aber jetzt tut mir leid, jetzt mehr weiß ich nicht. Ich schaue nochmal, ich glaube, es gibt keine weiteren Fragen. Dann wünsche unseren Gästen einen guten Heimweg und ihnen noch einen schönen vierten Advent. Gracias.